So, herzlich willkommen schon mal. Hier müsste jeden Moment losgehen mit dem Freundschaftsspiel Darmstadt 98 gegen SVW in Wiesbaden. Herzlich willkommen für alle Lilienfans, die jetzt schon dabei sind, die jetzt schon eingeschaltet haben. Heute perfektes Fußballwetter in Valencia. Wir haben 20 Grad, hier kann man schön im T-Shirt rumlaufen, bisschen Wind geht. Wo befinden wir uns? Im Trainingslager, ein bisschen überhalb von Murcia. Wenn man von diesem Spielplatz gerade zum Meer läuft und ein bisschen schwimmen kann, ja, ein paar Kilometer, dann ist man direkt in Ibiza. Also da habt ihr es auch schon verortet. Und wir freuen uns heute hier auf ein schönes Spiel zwischen unseren Lilien und den Fastnachbarn aus Hessen auf das Freundschaftsspiel gegen SVW Wiesbaden. Werfen wir mal kurz einen Blick auf die aktuelle Situation beider Mannschaften. Also ich fange natürlich mal an bei unseren Lilien. Und mach mal diesen Blick auf die Tabelle, der gerade jedem Lilien-Fan das Herz aufgehen lässt. Wir sind auf Platz Nummer 1 in der zweiten Fußball-Bundesliga und haben hier ein Verhältnis von 10-6-1, eine einzige Niederlage. Und die ist auch schon sehr, sehr lang her. Die einzige Niederlage diese Saison, und das ist wirklich auch mit Freundschaftsspielen und Pokalspielen einfach sensationell, die ist vom ersten Spieltag. Und das ist mittlerweile schon am 16.07.22 gewesen. Wem brauche ich euch nicht sagen? Das war gegen Jahn Regensburg. Und danach haben die Darmstädter nicht mehr verloren. Selbst in den ganzen Freundschaftsspielen sah es von der Statistik her ganz gut aus. Bei den Gästen heute aus Wiesbaden, beziehungsweise beim Trainingspartner heute aus Wiesbaden, das sind die Vorzeichen ähnlich. Die wollen dieses Jahr aufsteigen. Aktuell befinden sie sich auf dem dritten Tabellenplatz, also dem Relegationsplatz, der uns Lilien in der dritten Liga immer positiv in Erinnerung bleiben wird, mit 31 Punkten. Aber die Liga ist sehr, sehr eng. Also ein bisschen abgesetzt haben sich die Saarländer aus Elversberg, die mit 41 Punkten sensationell als Aufsteiger die Tabelle anführen. Und dann sind die Nachbarn aus dem Saarland, der erste FC Saarbrücken, auf dem zweiten Tabellenplatz mit 33 Punkten. Und dann folgt auch schon der heutige Gegner, der SVW in Wiesbaden, mit 31 Punkte auf dem vierten und dem fünften Platz haben der FC Ingolstadt und der SC Freiburg 2. Und auf dem sechsten Platz mit einem Punkt dahinter, also mit 30 Punkten, dann der TSV 1860 München. Also da in der dritten Liga auf jeden Fall der Kampf um den Aufstieg spannend. Das kurz gesagt, schauen wir auf die Mannschaften dieser beiden Aufstiegsfavoriten. Darmstadt 98, man hat es ja lange nicht auszusprechen gewagt, aber
Wenn man natürlich als Herbstmeister in die Rückrunde geht, da möchte man natürlich mehr. Die Wiesbadener ist ganz klar, die müssen und wollen auch wieder in die zweite Liga. Und deswegen werden wir heute hier ein schönes Freundschaftsspiel zwischen zwei Aufstiegsfavoriten sehen dürfen. Wir werfen einen Blick auf die Aufstellung. Fangen wir an bei den Gästen. Also ich sage heute immer Gäste. Der Trainer Markus Kauczynski ist seit 2021 in Wiesbaden, schickt folgende Elf aufs Feld im Tor. Arthur Liska. Viele fragen sich natürlich, was ist mit Flo Stietzel? Der ist doch nach Wiesbaden gewechselt aus Darmstadt. Das stimmt, aber er hat leider eine schwere Verletzung. Und wann er wieder zurückkehren kann, das ist im Moment noch unklar. Also hier der Youngster aus Wiesbaden in Mainz. Das Kicken bei den 05ern angefangen, ist er dann zu den Wiesbadener Jugendabteilungen gewechselt und jetzt seit der A-Jugend, wo er seinen ersten Auftritt in der Bundesliga hat, der A-Jugend-Bundesliga, dann auch durch die Verletzung jetzt da hier in die Mannschaft gerückt. Arthur Liska, die Nummer 31 im Tor. Dann die Nummer 3, Ahmet Güleyen, die Nummer 4, Sascha Mockenhaupt, die Nummer 5, Emanuel Tavazofer. Der Kapitän ist natürlich auch in Darmstadt bekannt, Johannes Wurz. Insgesamt hat er auch 21 Spiele für unsere Linien gemacht und ein Tor. Dann Thiemen Goppel, die 9, Max Reintale, die 15, Ivan Patjajan, die 18, dann haben wir Bjarke Half, dann Jakobsen mit der 19, Benedikt Hollerbach, die 21 und Brooklyn Kevin Esse, die 37. Das ist die erste Elf der Wiesbadener. Zu den Ersatzspielern komme ich dann, wenn es soweit ist. Das ist ja beim Freundschaftsspiel immer relativ viel Gewechsel und Gemache. Unsere Aufstellung für das heutige Freundschaftsspiel von unserem Trainer Thorsten Lieberknecht aufs Feld geschickt werden. Mit der Nummer 1 Marcel Schuhn, mit der Nummer 3 Thomas Ischewood, mit der Nummer 5 Patrick Pfeiffer, mit der Nummer 6 Marvin Mehlem, mit der Nummer 9 Philipp Tietz, mit der Nummer 17 Frank Ronstadt, mit der Nummer 18 Matthias Honsack, mit der Nummer 19 Emil Kadic und mit der Nummer 20 Yannick Müller. Die 22 trägt natürlich Aaron Seidel und unser Capitano ist mit der 32 Fabian Holland. Bei unseren Darmstädtern sage ich euch direkt, wer auf der Ersatzbank sitzt. Im Tor als Ersatz ist Alexander Bruns dabei. Christoph Zimmermann mit der 4. Braden Manu die 7. Fabi Schnell hat die 8. Tobias Kempe die 11. Kennen Bennett die 16. Matthias Bade die 26. Yassin Benbala 28. Oskar Willems 29. Tiernan Siegel die 38. Philipp Sonny 41. Und Fabio Torsiello die 42. Das kann ich alles sagen, weil die Spieler sich gerade noch abklatschen. Jetzt erstmal die Seiten sozusagen betreten werden. Jetzt die Kapitäne begrüßen sich. Die kennen sich ja noch von der gemeinsamen Zeit. Da gibt es ein paar nette Worte und ein bisschen ein Gelächle von Fabi Holland und Johannes Wurz. Ansonsten sind wir mal gespannt, was dieses Spiel heute geben wird. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Darmstädter hier natürlich Favorit sein werden. Wer jetzt aufgepasst hat bei unseren Auswechselspielern, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass der Magnus und der Klaus nicht dabei sind. Kshasula ist im Aufbautraining und wird da quasi noch ein bisschen geschont. Also den führt man wieder an die Mannschaft ran. Und für den Magnus kommt es aktuell noch ein bisschen zu früh, heute mit dabei zu sein. Aber es sind gute Trainingseindrücke. Und schauen wir mal, ob es dann beim nächsten Freundschaftsspiel vielleicht auch schon klappt. Der Ball liegt im Punkt. Schiedsrichter der heutigen Partie kann ich vielleicht auch noch mal nachreichen, wenn es auf dem Spielberichtbogen steht. Aber das tut's nicht. Also Schiedsrichter der heutigen Partie ist namenlos. Das tut mir leid. Das kann ich so dann auch nicht irgendwie nachreichen. Vielleicht kriege ich es nochmal irgendwie geschrieben per WhatsApp von jemandem, der direkt vor Ort ist. Wir berichten ja heute aus dem Homeoffice quasi. Also wir sind jetzt nicht mitgefahren, sondern dürfen euch das Spiel auf dem Homeoffice mitteilen. Wiesbaden komplett in Neongelb. Darmstadt komplett natürlich in Blau, wie man es gewohnt ist. Anspiel von Wiesbaden ausgeführt, erstmal nach hinten. Flüges Spielaufbau über Mockenhaupt. Der zurück zum Youngster im Tor. Wie schon gesagt, eingewechselt.
erstmal den Ball wegschlagen. Fußpressing auf der Darmstelle hier. Ja, sicher erstmal den Ball wieder nach vorne befördern. Aber der ist nirgends gelandet. Und jetzt mal Wiesbaden über die linke Seite. Ja, erster guter Versuch von Goppel, aber direkt in die Arme von uns. Das ist natürlich absolut, von Schuhen, das ist natürlich absolut keine Gefahr hier. War auch, glaube ich, eher eine Flanke wie ein Schuss, auch wenn er direkt aufs Tor ging. Passt hier. Die rechte Seite. Ronstadt. Bleibt hier hängen, holt aber zumindest einen Einwurf raus. Oh, schön gemacht von Seidel, der hier Mehle mitnimmt. Kadic flach, schöner Pass. Ah, knapp vorbei war doch noch mal dazwischen. Aber das gefällt mir sehr gut. Also die Darmstädter hier direkt wie auch in der Liga mit einem frühen Pressing und stehen hier natürlich auch von der Aufstellung her sehr offensiv mit Ronstadt und Honsack über außen und natürlich in der Spitze mit Tietz und Seidel. Da kann man natürlich schon irgendwie arbeiten mit. Ja, da bleibt jetzt Mehl im Hängen. Aber wird gleich wieder geholfen. Aber nichtsdestotrotz stark gemacht von Wiesbaden. Der Mockenhaupt, der dreht jetzt mal ab. Und der Ball wird nach hinten gepasst. Gulayen mit einem Fehlpass. Und Einwurf über Kadic. Ja, Tietz holt sich zwar kurz den Ball, aber verliert ihn gleich wieder. Aber ein Stürmer muss ja nur die Tore schießen, der muss ja nicht. Jetzt mal Wiesbaden, aber gut gemacht hier. Goppel ins Leere laufen lassen, also schön abgedrängt hier von Ischewut. Das ist natürlich klar, den muss er auch so ablaufen und ja, da merkt man vielleicht dann auch jetzt schon die Abgeblühtheit eines Zweitliga-Verteidigers. Aber wie gesagt, auch die Wiesbadener haben dieses Jahr noch viel, viel vor. Weiter war jetzt mal in die Spitze. Seidel kann ihn kurz festmachen. Stark. Schönes Laufduell. Und holt den nächsten Einwurf raus hier. Ja, Honsack ist ja ein schneller. Diesmal andersrum Einwurf jetzt für Wiesbaden. Die Namen der Schiedsrichter kann ich euch leider nicht weitergeben. Also die sind namenlos, wie gesagt. Was ich aber weitergeben kann, ist, dass es kein Videoassistent gibt. Bei diesem Freundschaftsspiel, das ja logisch ist. Gut gemacht jetzt mal von Wiesbaden. Auf Goppel in der Zentrale. Der zieht einfach mal ab. Das war gar nicht so ungefährlich. Einfach mal auf das rechte untere Eck gezogen. Und Schuhn, ja, für ihn natürlich dann doch den ganz safe gemacht. Aber den musste erstmal, wenn er noch ein Abwehrspieler davor steht, direkt so sehen und das dann auch riechen. Aber wie gesagt, erster Torschuss des heutigen Spiels für wen? Wiesbaden für die Mannschaft aus der Landeshauptstadt Hessens. Goppel jetzt mal die rechte Seite. Kommt er zur Flanke? Ja, flach rein, aber direkt zu Ischewut und der kann ihn erstmal weit nach vorne befördern.
Kommt nicht ganz zu Seidel, schade. Gut, das war eine Körpertäuschung hier von Tafferzhofer. Aber die Flanke war dann nix. Und Foulspiel. Ja, muss er auch mal so machen, dass er da einfach mal ein bisschen den Turbo zündet, der Matthias von Sack. Und dann wird er an der Schulter freundschaftlich umarmt und somit ein Freistoß. Sehr zentral, aber viel zu weit weg vom Tor ist, dass man hier irgendwie gefährlich schießen könnte. Oh, schön nach vorne gespielt von Fabi Hollands. Ball immer noch heiß. Ein Fehlpass führt zum weiteren Ball, ein Gewinn für Darmstadt. Und Tietz holt zumindest den nächsten Einwurf raus. Schöne Häuschen im Hintergrund hinter den Palmen. Also es ist schon auch ein schöner Ground. Einwurf jetzt ausgeführt. Honsack kann sich hier ja halb durchsetzen und über Karic war jetzt im Aus und deswegen jetzt mal Einwurf für die Wiesbadener. Ne? Der wurde auch zugestellt von den Darmstädtern und so kriegen sie auch den Ball. Weil die Kopfballstaffette dann doch nichts gebracht hat und Seitenwechsel jetzt von den Wiesbadenern, dann können sie jetzt mal schnell machen. Lange. Pfeiffer in Richtung eigener Torwart mit dem Kopf. Den darf er dann in die Hand nehmen, schon sicher. Ausgerollt zum Pfeifer. Karic. Holland. Zimmermann, Pfeifer. Ischewut. Schuhen. Ja, jetzt warten sie, dass hier irgendwelche Lücken entstehen. Weiter Ball jetzt mal von Schuhen, aber der zweite Ball landet dann direkt bei den Wiesbadenern. Oh, schöner Ball hier. Missverständnis bei den Wiesbadenern. Was machen sie daraus? Ja, das dauert jetzt ein bisschen zu lang bei Honsack. Ja, das Missverständnis gerade von den Wiesbadenern, wo sie sich gegenseitig über den Haufen rennen, das kann man natürlich auch bestrafen, aber da waren dann unsere Darmstadt auch ein bisschen zu überrascht und dann ist der Ball zu weit nach links weg. Nächstes Foulspiel hier, 25 Meter vom Tor der Wiesbadener. Schöner Ball von Holland, direkt in die Zentrale und geklärt erstmal. Aber zweiter Ball landet bei den Darmstädtern. Karic, nochmal zu Pfeifer. Ja, Pfeifer will hier durch die Gasse und holt den ersten Eckball des Spiels raus. Statt wird diese Ecke machen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das in der Liga schon mal gesehen habe. Holland steht kurz. Was macht er? Ja, spielt auch kurz zu Holland. Da mal hinten, das ist vielleicht eine neue Variante. Kurz gespielt, landet bei Ischewut. Aber dann doch gut verteidigt von den
von den Wiesbadenern. Aber die Weiterverarbeitung des Balls, die war natürlich schwach, direkt ins Aus befördert. Und nächste Möglichkeit für Darmstadt, mal in Richtung Wiesbadener Tor mit dem Ball zu kommen. Und das war eine gute Aktion über drei Stationen und dann ein bisschen zu scharf hier für seine Mitspieler, für Hollerbach, der zwar noch ein Spiel gerät, kommt, sich einmal um die eigene Achse dreht, auch stark gemacht und die Flanke dann direkt wieder in die Arme von Schuhn. Das ist natürlich dann dankbar, aber man darf natürlich nicht vergessen, die Geschwindigkeit, die in der zweiten Liga vorherrscht im Vergleich zur dritten, ist natürlich eine andere. Das ist hier schon noch eine Herausforderung für die Wiesbadener, das Tempo mitzuhalten und dann in der Konzentration den letzten Pass auch noch an den Mann zu bringen. Das ist natürlich ja, heute das, was es gilt zu üben. Zeitenwechsel mal wieder von den Wiesbadenern auf Mockenhaupt. Na, außen über Koppel. Gut aufgepasst. Für mich war es jetzt eine Ecke. Müsste die erste Ecke jetzt auch für Wiesbaden geben. Damit das Eckenverhältnis 1:1. Ball geschlagen, verteidigt nächste Ecke. Ja, die war ganz schwach. An Freund und Feind, wie man so schön sagt, vorbei. Und an der anderen Seite dann ins Aus. Sehr hohes Schilf. Also es sieht auch gut aus hier, was die Flora hier zu bieten hat. Und vorne. Kurz geworfen. Direkt wieder zurückbekommen. Hornstadt und Pfeiffer befördert den Mann nach vorne. Erster Ball bei den Darmstädtern. Zweiter Ball kann aber nicht festgemacht werden. Und so ein nächster Einwurf. Ja, 14 Minuten jetzt knapp gespielt. Und ja, Feldüberlegenheit kann ich jetzt noch nicht erkennen. Aber man weiß ja auch nicht, wie intensiv das Trainingslager bis jetzt war und wie schwer die Beine schon sind. Also bei so einem Test darf man natürlich auch nicht immer zu viel irgendwie interpretieren und reinreden. Nichtsdestotrotz möchte man das Spiel natürlich gewinnen und hier das ein oder andere an Erkenntnissen mitnehmen. Auch die Mannschaft, die jetzt auf dem Feld steht, ich habe es euch vorher schon mal gesagt, ich kann es nochmal kurz für die, die zu spät oder später eingeschaltet haben, nochmal kurz sagen, wir alles auf dem Feld steht. In der Zwischenzeit kriegen wir einen Einwurf. Im Tor Marcel Schuhn und dann in der Verteidigung haben wir Thomas Ischewurt, Patrick Pfeiffer, Yannick Müller und Emir Kadic. Dann in der Zentrale auf das Sechs spielen Marvin Melem und Fabi Holland. Dann haben wir Frank Ronstadt und Matthias Bumsack. Und dann haben wir vorne drin Philipp Tietz und Aaron Seidel. Bei den Wiesbadenern zeige ich es auch nochmal ganz kurz, wer da mit dabei ist. Eigengewächs im Tor Lüsker, dann in der Verteidigung auch Kollegen Rheintaler. Und im Mittelfeld zentral Koppel, Tabuzofer, Jakobsen, Issee, von Hollerbach, Patjan und Wurz. Jetzt mal Wiesbaden wieder. Zentral, kurz gespielt, aber dann der Fehlpass. Und so spielt auch Bob in Darmstadt in Überseide. Ischewurz, Kadic,
Der hat natürlich Zeit und kann hier zentral Müller mitnehmen. Der bespielt die 6 in Persona von Fabi Holland. Ischewut geht mal ein paar Meter und schade, der dann doch in den Rücken von Aaron Seidel. Aber schön gedacht, dass er einfach mal ein paar Meter vorgeht und so einen kleinen Positionswechsel hier auch macht und dann die Flanke quasi einen Meter zu weit im Rücken von Aaron Seidel, wenn er den auf den Fuß kriegt, dann hat er hier am 16 eine gute Möglichkeit, mal den Abschluss zu suchen. Grüße gehen raus an Hassan Götscher, der einen netten Kommentar auf YouTube hinterlassen hat. Vielen, vielen Dank, macht Spaß, ja. Jetzt mal Fehlpass, aber gut aufgepasst von Wiesbaden, die das direkt erstmal klären. Der Schiedsrichter zeigt aber einen Abseits. Darmstadt steht sehr hoch und hat das natürlich hier in dem Fall forciert. Kann aber natürlich auch nach hinten losgehen, wenn du den Ball 10, 15 Meter in der gegnerischen Hälfte verlierst und dann der Konter fährt. Aber diesmal alles gut gegangen. Wiesbaden jetzt mal wieder. Und Foulspiel jetzt von, muss ich mal auf die Rückennummer schauen, wer es war bei den, er dreht sich leider nicht. Kann ich jetzt leider nicht sagen, wer hier das Foulspiel begangen hat auf Seiten der Wiesbadener. Zentral, stark gemacht. Links ist Karic, gut gesehen, kriegt ihn noch vor der Linie und auch wieder gut geklärt hier von Gold Rehen. Schwach. Schade. Zwar die Ecke schnell ausgeführt, aber da war irgendwie ein bisschen mehr drin, aber als zweite Ecke von Darmstadt, beide kurz ausgeführt, also hier wird heute wohl auch ein bisschen geübt, beziehungsweise mal geschaut, was man so für Eckballvarianten dann in der Liga einsetzen könnte. Viel Spaß jetzt hier. Und Wiesbaden. Wiesbaden wird jetzt ein bisschen stärker. Über Goppel trauen sich jetzt hier doch ein bisschen mehr zu. Schon allein aufgrund der Liga und der Tabellensituation brauche ich natürlich nicht nochmal erwähnen, wer hier Favorit für dieses Spiel ist. Vielleicht noch mal ganz kurz erwähnt, wie viele Spiele es überhaupt schon gegeben hat zwischen diesen beiden Mannschaften. Kann ich auch in der Zwischenzeit sagen, wobei Mockenhaupt, der auf der rechten Seite schon auch ein richtig gutes Spiel macht und hier immer mal wieder die Bälle nach vorne treibt und sich im Mittelfeld quasi als Abwehrspieler mit einbringt. Seitenwechsel. Ja, als V-Spiel mal von Darmstadt. Ischewut geht jetzt ein bisschen weiter nach vorne und hat jetzt hier den Wiesbadener, gefoult. Schiedsrichter sagt, nee, der Ball hat noch nicht gelegen, macht man nochmal mit der Innenverteidigung. Aber schön draufgelaufen hier von Melem, der dann wegrutscht. Und Goppel kriegt dann noch vor der Grundlinie, ja, Flanke. Keiner und so kein Problem für Patrick Pfeiffer. Hollerbach versucht es mal. Jetzt über Taffertshofer. Goppel. Zentral über Jakobsen und der dann mit der schlechten Ballverarbeitung so kann Darmstadt eventuell wieder, aber auch hier hätte man mehr draus machen können.
Wie gesagt, Trainingslager. Die Beine sind schwer und gerade bei der Konzentration und beide Mannschaften können hier kicken. Und den her darf man hier nicht zu viel erwarten. 20 Minuten bis jetzt gelaufen. Feldüberlegenheit sehe ich für die Darmstädter, aber auch die Wiesbadener können natürlich über die schnellen rechts und links außen ein bisschen was machen. Ein bisschen was zur Statistik, wen es interessiert bei diesem Freundschaftsspiel. Die Mannschaften haben ja schon das ein oder andere Spiel gegeneinander machen dürfen. Und jetzt lasse ich euch mal ganz kurz nochmal überlegen, wie viele Spiele waren denn das in der Statistik? Was denkt ihr? Ich werde immer noch am Überlegen. Ich sag's euch einfach. Es waren 31 Spiele. Wenn jetzt jemand sagt, 31, wie kommt denn das? Kann ich euch sagen. Und zwar, es gab insgesamt 6 Spiele in der Regionalliga Süd, als diese noch drittgleisig war, von 1994 bis 2000. Dann gab es 12 Spiele in der Regionalliga Süd, in der damaligen viertgleisigen Regionalliga. Dann gab es 1 Spiel im DFB-Pokal. Dann gab es insgesamt 6 Spiele in der dritten Liga. 3 Testspiele, heute wäre dann das vierte Testspiel, also wer 32 gesagt hat, das lasse ich auch gelten. Und es gab 2 Spiele in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und ein Spiel, das habe ich jetzt ausgelassen, und zwar das Landespokalfinale Hessen. Das war, als wir in Darmstadt abgestiegen sind. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Und dann hat man das Pokalfinale gegen den höherklassigen Verein aus Wiesbaden einfach mal mit 4-0 gewonnen und sich für den DFB-Pokal qualifiziert für die erste Runde. Aber jetzt mal Holland. Holland schön auf Melem und der liegt ab in der Hacke. Und dann, ja, da fällt dann ein Darmstädter und der Schiedsrichter sagt aber hier, das war ihm zu wenig. Und bei einem Freundschaftsspiel Frank Ronstadt war es, der hier gefallen ist. Schiedsrichter, was hat er entschieden? Ball war dann aus, also Einwurf uns geben. Ja, war gar nichts. Ja, aber gut gedacht hier, Melem, der hier ablegt und Ronstadt dann im Laufduell zum Fallen kommt. Aber klar, beim Freundschaftsspiel muss man auch nicht so genau hinschauen, ist wie es ist. Und Spiel geht weiter. Ronstadt mit dem Einwurf. Sucht hier Seidel. Der hat gegen 2 und holt zumindest einen Foul raus. Also der Wiesbader hebt auch die Hände so, was war das jetzt? Also da ein Vorspiel zu pfeifen, also Trikot ziehen, da habe ich auch schon Schlimmeres gesehen. Also das war minimalistisch, aber naja, der Schiedsrichter, der stand direkt daneben. Dann geben wir ihm da mal sozusagen den Daumen nach oben und dann gut gesehen. Das ist jetzt auch eine ganz interessante Freistoßposition, also Position. Holland und Ronstadt. Holland wird es machen. Direkt, aber geblockt. Ronstadt versucht die Holler mitzunehmen. Jetzt mal Kontersituation für wen Wiesbaden. Ja, Hollerbach, aber da will er quasi einen Mann wegblocken. Aber das klappt natürlich nicht gegen den gestandenen Zweitligaspieler. Das klappt, glaube ich, nicht mal gegen den Drittligaspieler. Hätte er besser auf den Ball gehen sollen und nicht irgendwie den Körper dazwischen stellen. Nächstes Mal. Gut, zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe. Also die Statistik sieht ganz gut aus. Bei 31 Spielen, heute das 32. 12, 11, 8. 12 Siege für Darmstadt, 11 Unentschieden und 8 Siege für Wien Wiesbaden. Und der letzte Sieg von Wien Wiesbaden ist aber auch gar nicht so lang her. Und zwar 2020, 2:1 in einem Freundschaftsspiel. Aber wir hatten auch schon ein richtig, richtig geiles Freundschaftsspiel. Und zwar haben wir am 22.09.2022, ich weiß nicht, wer sich erinnern kann, hatten wir ein 4:4. Das auch ein richtig, richtig, richtig geiles Freundschaftsspiel. Die tolle Damas, der Hollerbach, der sich gerade so ungeschickt in den Ball gestellt hat, hat ein Tor gemacht. Und für Darmstadt damals Honsack zweimal, Warming einmal. Und Rheintaler, der hat zweimal getroffen, einmal für Darmstadt, einmal für Wiesbaden. Also 2 Doppeltorschützen beim letzten Freundschaftsspiel. Vielleicht das nochmal ganz kurz für die Leute, die gern Statistiken lesen, mit angebracht. Ja, jetzt gibt es hier mal ein bisschen Nicklichkeiten bei den Spielern. Wegen dem doch zu harten Einsteigen hier.
Er sieht die beiden Kapitäne zu sich, der Schiedsrichter, und sagt ihnen jetzt auch, Leute, es ist ein Freundschaftsspiel. Also ja, ich weiß schon, ist auf Wettkampfniveau und ihr wollt hier, aber macht mal locker und haltet eure Mannschaften zurück. Wir haben jetzt hier noch ein ganzes Spiel zu gehen. Das ist gerade mal die 25. Minute, da brauche ich keine so zwischenmenschlichen Dinge. Lasst uns einfach schon das Fußballspiel haben. Maja hinten spielt. Schön gelöst von Holland. Ja, dem springt er ein bisschen zu weit, aber setzt nach und kann so den Ball in den eigenen Reihen behalten. Stark gemacht. Ja. Das weiß ich jetzt auch nicht, was das war, ob es ein Torschuss war oder eine Flanke. Ich gehe eher davon aus, dass es eine Flanke war und Philipp Tietz hier der Adressat gewesen sein soll. Aber dann ist ihm doch ein bisschen versprungen, Marvin Mehlen, und so der Ball jetzt wieder bei den Wiesbadenern. Über Hollerbach zentral, linke Seite, und wieder ein kleines Foul. Ja, da hätte der Schiedsrichter hier auch für die Wiesbadener Vorteil laufen lassen können, was, glaube ich, auch Tavazhofer ihm gerade angezeigt hat mit der Hand. Und da das nächste Foul, und da liegt wieder ein Wiesbadener. Das war quasi ein Doppelfoul, das hintere hat er geahndet. Und dann hier liegt ein Wiesbadener, und Tietz zeigt dem Schiedsrichter auch nochmal kurz an, ey, pass mal ein bisschen besser auf, der eine hat das Bein auch ein bisschen zu hoch genommen. Also hier ist Feuer drin, ein hessisches kleines Derby mit Feuer, und das bei einem Freundschaftsspiel, naja, 20 Grad in Spanien, spanisches Feuer, spanisches Temperament, vielleicht springt es auf die Spieler über. Man schießt sich da natürlich auch noch rot an. Das ist natürlich schon, da geht was. Brooklyn Kevin Esse, schön klingender Name, BKE, kurz ausgesprochen. Der geht ziemlich weit. Doch nicht so schlecht. Doch nicht so schlecht. Und da steht natürlich ein Darmstadt nochmal goldrichtig und blockt den. Den habe ich schon am Tor vorbeigesehen durch die Perspektive. Und dann kommt da noch der Wiesbadener ran und legt den direkt aufs lange Eck. Und dann stand aber trotzdem einer goldrichtig. Wir sehen nochmal kurz die Wiederholung. Karao, Handspiel sogar. Das war das Glück. Also da stand ein Darmstädter goldrichtig, der an der Hand erwischt wurde mit dem Ball. Videobeweis, zweite Liga, hätte es hier einen Elfmeter geben müssen. So, Glück gehabt. Weiter geht's. 28. Spielminute. Weiterhin 0-0 hier zwischen dem SV Darmstadt 98 und Wien Wiesbaden. Auf YouTube schreibt der Schacker, Grüße gehen raus, überall aus dem Festland, 10 Grad, ist kurz über Murcia, also schräg von Ibiza auf dem Festland, und mir hat Google angezeigt, dass es 20 Grad heute hat, aber man müsste die Leute vor Ort fragen. Aber wieder schon aufs Fußballspiel, Wiesbaden jetzt mal im 16er, und wieder eine gute Aktion hier von den Wiesbadenern, die jetzt ein bisschen mutiger werden. Über Goppel, und dann ist Ischowold gerade noch mit dem Fuß dran und kann hier klären. Nächster Eckball für die Wiesbadener. Ja, 30. Spielminute, jetzt traut sich Wiesbaden ein bisschen mehr. Warum auch nicht? In der Zwischenzeit sehen wir rechts am Bildrand den Top-Fotografen Stefan Holzim, der immer für Darmstadt die tollen Bilder macht. Grüße gehen raus. Eckball kommt weit, erstmal geklärt. Zweiter Ball landet aber hier bei Wiesbaden, nochmal nach rechts aus über Goppel. Ah, Gretschi vorbei hier von Seidel, Flanke kommt. An zwei vorbei, Schuss, geblockt. Und jetzt vielleicht Gefahr vorbei, über links außen. Ja, da verdribbelt es sich ein bisschen.
stark. Also Wiesbaden behalten hier den Ball, werden aber natürlich vom 16er weggedrängt. Weiter Balzmann versucht einen Seitenwechsel, wieder Gobbel gesucht. Aber das ist natürlich für Kadic gar kein Problem. Das hat er gut gemacht, indem er da einfach hier mit zwei kleinen Ausfallschritten so ein bisschen am Gegner vorbei taxiert und den dann quasi den Raum nimmt, um an den Ball zu kommen. Kurz geworfen. Weiß ich auch nicht, warum der Einwurf wiederholt wird. Irgendwas ist noch, was nicht im Bild war. Also sie warten jetzt hier alle. Vielleicht ist irgendwo noch mal jemand umgeknickt oder eine kleine Verletzungspause. Da bindet sich jemand die Schuhe, aber deswegen sollte eigentlich das Spiel nicht unterbrochen sein. Also ich kann es jetzt leider nicht sagen, weil es nicht im Bild war. Also geht es mir so wie euch. Aber Einwurf wird auf jeden Fall hier wiederholt. Emil Karic am Ball. Kurz geworfen. Das darf natürlich nicht passieren, dass man dann quasi wartet, bis der Ball da ist. Und dann kommt der Gegenspieler in Form von Hollerbach von hinten und schnappt ja einfach mal den Ball vom Fuß weg. Da musste er natürlich ein bisschen aktiver sein. Hat aber nichts gemacht. Und hier quasi das erste kleine Türchen, weil der Rückpass ins Tor kullert. Aber das gilt natürlich nicht. Zentrale. Oh, gut gemacht, aber gibt ein Foulspiel. Haben sie eine Zange genommen? Ja, er fällt nicht, der Wiesbadener noch her. Aber er ist natürlich hier ein Foul. Deswegen mal Freistoß. Ball nochmal nach hinten gegeben hier von Jakobsen. Und kurz gespielt. Ruhiger Spielaufbau von den Wiesbadenern. Halbe Stunde schon rum, so richtig die Chancen fehlen noch ein bisschen. Schauen wir mal, was in der zweiten Halbzeit passiert. Ich gehe davon aus, dass sehr viel durchgewechselt werden wird. Ist ja auch eine Testphase. Diese Mannschaft auf Seiten der Darmstädter kann ich mir natürlich vorstellen, dass die in der Rückrunde direkt starten gegen Regensburg. Mal schauen, vielleicht ist Klaus Czasula dann wieder fit. Wie gesagt, heute erst ein Aufbautraining, aber reicht noch nicht ganz. Und Magnus Carlsen, bei dem ist auch noch, fehlt noch ein kleines bisschen und dann wird er auch wieder dabei sein. Schade. Flacher Passversuch, aber flacher Passversuch bleibt beim Versuch quasi. Ja, Schiedsrichter, ich habe das eine oder andere Kommentar auf YouTube gelesen, macht einen guten Job, bleibt ruhig. Klar, ist ein Freundschaftsspiel, einer hat geschrieben, ihr könnt auch was Höheres pfeifen. Ich habe den Namen leider nicht, sonst hätte man auch gucken können, ob er schon mal was Höheres gepfiffen hat. Der war ein bisschen zu steil für Hollerbach, aber voller Einsatz, ab in den Zaun. Und Abschlag für Schuhen, 34. Spielminute. Bahn. Goppel und Holland. Tietz landet wieder bei den Wiesbadern. Rheintaler. Gulein. Zentral. Rückt den Ball auch wieder zurück. Schöner Seitenwechsel. Geht's aus? Nee, hat ihn noch. Nee, doch, war am Aus. Ist dann vom Zaun zurück aufs Feld gesprungen. Einwurf. Ronstadt. Ronstadt. Die Linie entlang. Oh, jetzt vielleicht. Komm vorbei. Ah, schade.
Horn sagt, der kann schnell, aber auch gut abgelaufen hier vom Wiesbadener, beziehungsweise gut durchgestellt. Umgestellt. So, das korrekte zu verwendende Wort. Hollerbach. Wenn wir nicht durchsetzen. Holland, jetzt mal schnell. Nee, wieder geblockt und eine schöne Grätsche hier im Feld von Wiesbaden. Die Bälle bleiben öfters mal hängen. Vielleicht jetzt wieder über Goppel. Der kann flanken. Aber kehrt. Jetzt die Darmstadt mit einem ruhigen Spielaufbau. Über die Zentrale. Zeit, hat Zeit. Schön auf Seidel, schön gesehen. Dreht sich nochmal die eigene Achse. Ja, lässt sich dann ein bisschen zu sehr abdrängen. Und so stehen die Wiesbadener wieder sehr kompakt. Aber die Darmstädter können trotzdem noch einen Abschluss setzen. Und ja, schön mit der Hacke weiter. Ein bisschen zu schön gespielt. Das hätte ein bisschen schneller gehen müssen. Weil dann aus der zweiten Reihe auf das Tor schießen, den muss er dann ein bisschen gefährlicher bringen. Der ging ja jetzt ewig weit nach oben. Ich sage immer so schön, das war eher Werbung für die Eumetzat aus Darmstadt, wenn er so weit drüber geht. 37 Minuten hier gespielt und Wiesbaden mit einer ganz kurzen Version eines Kurzabschlags, aber landet dann direkt wieder am Mittelkreis bei den Darmstädtern. Holland wird hier zugestellt. Ja, macht man so. Tavazhofer macht es natürlich schon geschickt und dann muss Holland nach hinten spielen und kann eben nicht die schnelle Variante nehmen. Man merkt, Darmstadt will hier in den letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit noch was Zählbares mitnehmen. Sie erhöhen jetzt die Schlagzahl. Und Wiesbaden kommt so ein bisschen ins Schwimmen. Zumindest habe ich so den Eindruck. Liska, Torwart aus der eigenen Jugend, mit einem Heber. Leider geköpft. Ja, weiß nicht, ob das die Trainer gern sehen. Also Gerd Kroczynski ist ja dafür bekannt, dass er seine Spieler jetzt nicht so das Zaubern beibringt. Schöner Pass jetzt mal. Sonnstadt schiebt da ein bisschen, aber hinten landet er immer noch bei Wiesbaden. Nächste Flanke. Und gut aufgepasst, erstmal geklärt hier vom Pfeifer. Weg das Ding. Seidel kann den festmachen, wird aber wieder ein bisschen gehalten und dann sagt der Wiesbadener selber so, Alter, das Trikot, und zieht selber ein bisschen unten an seinem Trikot, was ist denn das? Also Schiedsrichter pfeift hier sehr kleinlich, gerade was Trikot halten anbelangt. Sie haben natürlich hier alle Zeit der Welt für einen ruhigen Spielaufbau, die Wiesbadener machen das aber auch ganz gut. Verschieben hier. Gut, aber was ich ja noch zu Ende führen wollte, Markus Kroczynski ist dafür bekannt, dass er quasi ein schnörkelloses Kurzpassspiel bevorzugt und nicht so die Zaubereien mit Hackentrick und spitze Knopf. Aber das hat natürlich seine Mannschaften immer erfolgreich gemacht. Mal schauen, wie sich seine Wiesbadener dieses Jahr noch entwickeln. Die Ziele sind klar formuliert. Man möchte wieder in die zweite Liga. Tafferzofer. Bugulen. Leitmechsler auf die linke Seite. Und dann einen Torhüter nochmal mitnehmen. Ja, auch hier, also über Spielaufbau von hinten, über ein paar kurze Stationen das ganze Spiel dann schnell machen. Vielleicht jetzt. Aber auch gut abgelaufen hier. Flanke nach hinten in den Rückraum. Schussmöglichkeit. Und links vorbei. Schussmöglichkeit. Da gibt es auch Szenenapplaus hier vom Publikum von Mockenhaupt. Aber der natürlich weit links am Tor vorbei. Und
Marcel Schuhn schaut den Ball so ein bisschen hinterher. Ah, es gibt sogar eine Ecke, war noch abgefälscht. Das habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung dafür. Das ist eine gute Kameraführung. Also mal ein Riesenlob auch geht raus an den Kameramann in Spanien vor Ort, der hier tolle Bilder einfängt. Aber natürlich die Perspektive ist dann manchmal doch so, dass man nicht alles sehen kann, weil dann der ein oder andere Spieler davor steht. Oder der Ball dann doch von der Perspektive ein bisschen hinterm Tor wird, obwohl das dann doch nicht ist. Eckball kann jetzt kommen. Kommt schön nach innen gezwirbelt und gefährlich. Da erstmal verlängert. Zweiter Ball landet wieder bei den Wiesbadener Goppel. Der hier ein Tänzchen macht mit Ever Kadic. Rechts, links und nochmal links. Und jetzt hat Ever Kadic keine Lust und ist lang gekommen, aber gut, geklärt erstmal. Und wieder die Wiesbadener, die jetzt echt stärker den Schussversuch. Oh, stark gemacht hier zum Gelayen, der ihn einfach mal auf 20 Meter Vollspann nimmt und dann aber direkt in die Arme von Marcel Schuhn quasi über seinen Kopf das Tor anvisiert. Hätte er weiter rechts oder weiter links platziert, dann hätte Marcel Schuhn Probleme bekommen. Ich meine, ich bei dem Schuss hätte so Probleme bekommen, ich wäre froh gewesen, wenn ich noch die Augen zum Kniffen bekommen hätte. Aber Marcel Schuhn ist hier natürlich ein absoluter Profi und über so einen Ball, da denkt er nicht lang nach. Der kommt zwar schnell, aber Arme nach oben und dann sicher runterfangen, das kennt er aus dem täglichen Training. Noch knapp 3,5 Minuten hier zu gehen in der ersten Halbzeit. Zwischenfazit, beide Mannschaften bemüht, aber so die richtigen Torchancen fehlen hier. Vielleicht jetzt nochmal eine Freistoßmöglichkeit zu 20 Meter vor dem Tor von Marcel Schuhn. Halbrechte Position wurde Goppel gelegt, der für das Angriffsspiel der Wiesbadener dann doch Dreh- und Angelpunkt auch darstellt. Johannes Wurz, ein Tor auch für uns die Darmstädter gemacht, kurz zur Erinnerung in 21 Spielen. Die er bestreiten durfte, ist jetzt Kapitän der Wiesbadener, stand hier kurz am Ball, hat ihn dann aber abgegeben und jetzt ist Brooklyn Kevin Issé, bulliger Spieler der Wiesbadener. Der steht mit dem Fuß so ein bisschen unterm Ball, wird er den vielleicht hochlupfen und dem Johannes Wurz so einen Vollvolley servieren? Jetzt bin ich mal gespannt. Ne, er geht dann doch ein paar Schritte vom Ball weg. Essay oder Wurz, Essay. Knapp links vorbei. Da reibt er sich aufs Trikot selber nochmal ins Gesicht. Da weiß es selber, da hätte mehr drin sein können. Oder vielleicht war es von der Perspektive auch oben das Lattenkreuzeck. Zaun oder Lattenkreuzeck. Von der Perspektive schwer zu sagen. Sagen wir mal so, wie er geschockt war. Gehen wir aufs Lattenkreuzeck. Sind wir mal nett. Ist natürlich trotzdem nichts Zählbares. 2 Minuten noch in der ersten Halbzeit zu gehen. Die Darmstädter haben jetzt so ein bisschen die Geschwindigkeit zurückgeschraubt und spielen sich den Ball in den eigenen Reihen zu. Was wir heute nicht so oft gesehen haben, dass man viel über hinten spielt, sondern das Spiel eher im Mittelfeld versucht zu gestalten und hier an die Bälle zu gelangen. Das ist schon mal ein großer Unterschied zu dem, was man normalerweise in der zweiten Liga sieht. Das Spiel dann doch viel öfter hinten rum, und aber die Lücken sind auch hier nicht da. Also je nachdem, wo man an den Ball kommt und wo man ihn bespielen will, Lücken fehlen. Dafür machen es die Wiesbadener ganz gut, die dann in diese Räume gehen, die Räume dann eng machen, eng stellen und auch die Passwege ganz gut zustellen. Das ist natürlich auch Markus Kauczynski, das hat er schon in seinen vorigen Vereinen bewiesen, dass er eine ganz gute Abwehr stellen kann und auch mit dem Kurzpassspiel und teilweise mit den schnellen Seitenwechseln hier Druck erzeugen kann. Nichtsdestotrotz wollen wir hier den Gegner nicht stärker reden, als er eigentlich ist, sondern wissen, was wir Darmstädter auch können. Also ich glaube, dass die Beine auch ein bisschen schwer sind vom Trainingslager jetzt, und an sich haben wir hier ein souveränes Spiel gesehen, weil viele Chancen haben die Darmstädter hier nicht zugelassen. Und es ist ein taktisch ein gutes Spiel, wenn wir auch in die Abwehrreihe gucken, wie dort verschoben wird. Da kann man jetzt nicht so viel kritisieren. Stark gemacht am Boden gegen Essay. Kann sich hier Ronstadt doch noch den Ball erkämpfen. Also selbst wenn du liegst, als Darmstädter gibst du nicht auf. Ne? Das ist auf jeden Fall die Mentalität, die wir auch in der Liga sehen wollen. Hollerbach, Ball nach hinten über Gulen. Rechts raus, Mockenhaupt.
Der läuft sich fest. Ja, das wird jetzt die letzte Aktion seiner ersten Halbzeit. Schiedsrichter hat auch gerade auf die Uhr geschaut. Dieser Freistoß kurz ausgeführt. Und nach hinten. Alle warten jetzt auf den Halbzeitpfiff. Und da ist er auch. Gut, erste Halbzeit. Keine großartigen Situationen, die man nochmal irgendwie Revue passieren lassen müsste. Gute Schiedsrichterleistung von beiden Spielen, von beiden Mannschaften. Ein Spiel mit sehr viel Motivation. Man merkt, dass beide gewinnen wollen. Und wir sehen jetzt nochmal eine Zeitlupe von dem einen Schuss von Goppel. Und zweite Möglichkeit, Jens, der gut an die Hand gesprungen ist. Also da muss man sagen, das hätte eigentlich dann doch auch einen Elfmeter geben müssen. Vielleicht das als Situation erwähnt, aber ansonsten Zusammenfassung. Der Schuss von Goppel, wo er weggerutscht ist, bis jetzt der aktivste Spieler auf Seiten der Wiesbadener, auf Seiten der Darmstädter, würde ich jetzt gar keinen wirklich hervorheben können. Jetzt haben wir auch den Freistoß nochmal gesehen, also er war nicht ans Latteneck, der war dann doch hinten an den Zaun. In der Zeitlupe dann doch deutlich zu erkennen. Und wir sagen jetzt erstmal euch auch, holt euch eine Pausentee natürlich. Liebe Grüße sozusagen aus Spanien hier und wir sehen uns dann pünktlich zur zweiten Halbzeit wieder. In, ja, ich sage jetzt mal 10, 15 Minuten sollte es hier so weitergehen. Bis dann, tschüss. Das Spiel, da muss man irgendwas melden.
Gott sei Dank, oder? Ja, das ist ein bisschen mehr geworden.
Gleich geht es hier wieder weiter. Die Darmstädter und die Wiesbadener betreten so langsam wieder das Feld, aber auch die Auswechselspieler sind zum Teil noch auf dem Rasen und noch ein paar mehr Bälle, als eigentlich zu einem Fußballspiel gehören. Sehen wir hier auch noch. Also dauert hier noch ein paar Sekündchen und dann kann es auch schon weitergehen. Ich möchte die Zwischenzeit nutzen und erstmal nochmal kurz Danke an den Erik sagen. Erik ist einer unserer Fanbeauftragten im Verein. Der hat mir gerade nochmal den Hinweis weitergegeben per WhatsApp, dass auch die Wiesbadener schon nächste Woche wieder in den Ligabetrieb starten und natürlich durch das einen ganz anderen Trainingsstand haben, als wir das tatsächlich haben. Ich habe mir zwar angeschaut, gegen wen wir als nächstes spielen müssen und auch gegen wen die Wiesbadener spielen müssen, aber aufs Datum habe ich nicht geschaut. Gegen Wiesbaden geht gleich mit einem richtigen Kracher los. Gegen die Überraschungsmannschaft der Liga, den SV Elversberg, starten sie nächste Woche. Also Erster gegen Dritter, das ist das Topspiel der dritten Liga. Und bei uns geht es natürlich weiter mit der einzigen Mannschaft, die uns diese Saison besiegen konnte, und zwar gegen Regensburg. Damals, ja, bekannterweise die Darmstädter stark ersatzgeschwächt, mussten wir das Spiel mit 2:0 leider abschenken. Seitdem haben wir nicht mehr verloren, also in keinem Ligaspiel, in keinem Pokalspiel und in keinem Freundschaftsspiel. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Darmstadt jetzt zweite Halbzeit mit dem Anspiel. Und ich muss mal gucken, wer alles neu ist. Ich sehe schon mal, wer alles mit dabei ist. 26 ist auf jeden Fall hier neu. Da wurde doch ganz gut durchgemischt. Und auch bei den Wiesbadenern dürfte es einen oder anderen Wechsel eventuell gegeben haben. Oder aber sie spielen natürlich mit der Stammformation, mit der sie jetzt dann auch starten wollen. Matthias Bader neu mit auf dem Feld. Ja, müssen wir mal gucken. Also bei Darmstadt hat sich dann doch Bader. Wer sonst noch? Ja, sieht man gerade nicht. Muss ich euch nachreichen, sobald ich die Nummern alle gesehen habe. In Wiesbaden habe ich jetzt noch keine Veränderungen gesehen. Hollerbach. Nein. Das ist einfach nur so ein Schnellhardt. Wiesbaden über Hollerbach zentral. Stark gemacht hier über SC. Das war zu schwach, also den muss er hier besser machen.
wenn er schon mal die Möglichkeit hat. Aber zumindest hier einen Eckball rausgeholt. Okay, wir melden uns, gell? Okay, ciao, ciao. Ja, bis später, tschüss. Ja. Simon, dazu, Simon! Ja, gleich. Mach ich dann gleich wieder. Ja. Okay, bis dann, ciao. Ecken kommt und Tor für Wiesbaden. Ja, das sind die Gesichter lang. Absolut stark gemacht hier. Tolle Ecke. Nicht gut verteidigt. Und Torschütze. Schauen wir uns gleich nochmal in der Verlängerung an. Ja, schwer zu sagen. Das müsste Jakobsen sein, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe. Ein Ballwechsel im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Jakobsen mit dem ersten Tor für Wiesbaden, klinge ich jetzt mal fest. Eckball, den muss man natürlich irgendwie ein bisschen besser verteidigen. Trotz der vielen Wechsel muss man das irgendwie anders hinbekommen. Ja, ja, ja. 1:0 hier für Wiesbaden in der 47. Spielminute. Quasi in die Kniekehle und von da ans Aus. Einwurf für Darmstadt. Bader. Schnell hat. Meine Linie entlang. Braden Manu auch neu auf dem Feld. Mal ein bisschen mehr Druck aufbauen. Also die Darmstädter dann doch ganz gut durchgewechselt im Vergleich zur ersten Halbzeit, aber dann gleich hier das 1:0 kassiert. Der Wiesbadener über SC Hollerbach jetzt im 16er hingelegt. Auch das richtig gut gemacht hier. Und den Ball, den müsste er eigentlich besser verarbeiten. Ich bin mal froh, dass er es nicht getan hat. Also Braden Manu, komm, auf geht's, Braden! Ja, ganz allein aufs Tor und legt ab. Oh, das war schade. Aber auch stark gemacht vom Wiesbaden, der sich hier in den Schuss hier reinlegt. Mit Vollmelan von Oscar Willemsen. Aber auch gut gemacht von Braden Manu, der hier Willemsen sieht, dass der mitgelaufen ist, den dann links kurz spielt und der
erwischt dann den Ball, aber auch gut verteidigt hier von den Wiesbadern und so weiterhin 1-0. Abschlag für Wiesbaden. Kurz gespielt und weg das Ding. Oh, gut abgefangen mit der Brust, aber ins Aus gebrustet und deswegen gibt es hier einen Einwurf für Wiesbaden. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person, weil es auf YouTube mal kurz gefragt wurde. Also wir machen das ehrenamtlich für den SVD, für die Fan- und Förderabteilung im Fanradio normalerweise und machen da auch einen Audiokommentar für blinde und sehbehinderte Menschen im Stadion. Und das bei den Auswärtsspielen wir ab und zu das dann mit Bild machen, ist was Neues, aber machen wir auch sehr gerne und ich hoffe, es gefällt mit der Kommentierung. Macht Spaß, wir sind natürlich für Lob und Kritik immer offen, am besten auf Facebook, das Fanradio des SVD und natürlich und ganz vor allem die Fan- und Förderabteilung liken für immer mehr Infos und den Newsletter abonnieren. Wir freuen uns. So, jetzt haben wir mal Wiesbaden über die rechte Seite. Abgedreht erstmal. Auf geht's, Brain. Ja, da steht's 1-1. Das lässt sich nicht mehr nehmen. 1-1. Torschütze für den SV Darmstadt 98. Brain Manu. Tolle Aktion hier zum 1-1. Gute Körpertäuschung und damit der verdiente Ausgleich, sage ich jetzt mal. Ich klatsch hier auch nochmal ab mit Matthias Honsack. Gibt's eine Wiederholung? Ja, jetzt kommt eine Wiederholung, aber nur vom Tor, wie er allein aufs Tor zuläuft. Hier natürlich schön den Torwart ausgetanzt und ausgetrickst. 1-1. Und jetzt stimmt das Ergebnis auch wieder. Tobi Kempe ist jetzt Kapitän, Fabi Holland also auch draußen. Nächste Möglichkeit, nee, geklärt erstmal. Schön gegrätscht. Bader. Die eigene Hälfte. Schön von Schnellhardt, wie er hier mit dem Ball tanzt. Sich um ein, zwei Gegenspieler herumbewegt. Und jetzt auf den Seitenwechsel. Linke Seite. Schöner Pass. Linie entlang. Wir hören hier auch die Anweisungen vom Trainer weiter nach vorne. Aber erstmal wieder die eigene Verteidigung, Zimmermann. Und jetzt vielleicht schnell könnte es gehen. Ja, stark. Und Wilhelmsson. Ah, kommt nicht mehr ganz lang. Und deswegen kann jetzt erstmal geklärt werden von Mockenhaupt. Zentral gespielt. Jakobsen. Die Linie entlang. Kann er sich durchsetzen. Zieht zur Grundlinie. Aber Ben Baller hat gut aufgepasst. Ein Standard haben wir schon bekommen, jetzt nicht den nächsten. Zweite. Vorher war es von der anderen Seite, ist 1-0. Mal schauen, welche Variante jetzt beim Eckball kommt. Ball kommt gut und geklärt erstmal, zweiter Ball bei den Wiesbadener, aber jetzt erstmal ausgeklärt und Braden Manu schön mit dem Knie weitergenommen den Ball, zieht mal über die Zentrale, könnte jetzt Ball verteilen, macht es auch, oh, stark gesehen hier, schnell hat zentral, könnt schießen, macht's kurz, will hier an 3-4
Wiesbaden in die Gasse spielen, wenn er ankommt bei Brayden Manu, dann würde ich es einfach nur mal elegant als Weltklasse bezeichnen. So war es ein bisschen, ja, zuversichtlich. Sagen wir es mal so. Zimmermann, Bader. Seite, Tobi! Hollerbach, gut aufgepasst. Taffertshofer, Torschütze Jakobsen. Nach außen zu SC. Der erstmal nach hinten zu Gulayen. Der Zentral. Jetzt die Wiesbadener in ihrer Sicht wieder ballsicher. Gut, dass Hollerbach da kurz die Orientierung verliert und nicht weiß, wo der Ball ist. Und dieser eine Blick, das hat natürlich dann die Zeit gekostet, um sich aktiv am Ball zu beteiligen. Inzwischen, in der Zwischenzeit ist hier im Hintergrund die Haupttribüne, sage ich jetzt mal, oder die Gegengrade aufgebaut worden. Das sind drei Autos, die mittlerweile hier parken und die dann ganz bequem in ihrem Auto sitzen und sich auch so hingestellt haben, dass sie das ganze Spiel sehen können. Also wirklich lustig. So schnell kann man in Spanien am Trainingsground eine Gegengerade initiieren. Jetzt aber vielleicht mal Darmstadt. In der Zentrale wäre Brayman komplett frei gewesen, aber Gulayen zeigt schon an, nimmt die Hand nach oben und der Schiedsrichter gibt ihm recht und pfeift das Abseits. Schade! Rheintaler, Gulayen. Stark gemacht von Esse. Aber auch Ben Balla, der passt natürlich auf. Mit ihm geht das nicht. Zweiter Ball landet aber wieder bei den Wiesbadenern, bei Taffertshofer. Der wird hier von Kempe gelegt. Freistoß. Wiesbaden ganz rechts außen. Kurz nach hinten gelegt. Die eigene Innenverteidigung wieder ruhiger Aufbau. Aber das geht nicht, weil Brayden Manu, der will natürlich ans Spiel geht. Der ist natürlich ballverliebt und möchte den am liebsten 90 Minuten haben. Und deswegen geht der da auch drauf und macht hier Druck. Und so in der Folge dessen gibt es dann hier auch einen Einwurf für Darmstadt. Schiedsrichter zeigt aber, es gibt nochmal einen Wechsel. Wenn die Kamera jetzt hinfährt, kann ich euch sagen, wer. Ja, auf Seiten von Darmstadt darf unser Youngster Fabio Torsiello mitspielen. Rausgegangen dafür ist, ich weiß gerade. Und bei Wiesbaden kommt die Nummer 7 ins Spiel. Das ist Robin Häuser. Wer dafür das Spiel verlassen hat, kann ich euch jetzt nicht sagen, weil ich es nicht gesehen habe auf der anderen Seite. Das ist natürlich schon immer ein Vorteil im Stadion, wenn dann die Nummern auch angezeigt werden. In der Zwischenzeit kocht hier Marcel Schuhn einfach mal den Wiesbadener Spieler ab. 60. Spielminute hier 1:1. Darmstadt wieder mit einem ruhigeren Spielaufbau. Ja, wirkt jetzt so ein bisschen spielerischer, sage ich jetzt mal. Also, Ball wird hier länger gehalten, natürlich nach so einer intensiven Trainingswoche, die jetzt die Wiesbadener schon in den Beinen haben, werden die Beine natürlich dann auch irgendwann schwer und so nach einer Stunde könnte es schwerer werden. Ganz schwacher Ball hier und SC kann den hier abfangen, aber wieder gut aufgepasst von Ben Balla, der ein sehr konzentriertes Spiel macht bislang und alle Wege erahnt und alle auch dementsprechend zugestellt oder abgelaufen hat und so an die Bälle kam. Gefällt mir sehr gut. Über Zimmermann. Kurz gespielt. Schnell hat wieder mit dem Trick. Aber verliert hier den Ball. Macht aber nichts, weil Schiedsrichter zeigt wieder einen Foul an von Jakobsen, der hier zu sehr gezogen gehalten hat. Also Schiedsrichter sehr, sehr pingelig. Also der arbeitet anscheinend auch für eine Trikotfirma und möchte, dass die Trikots lange erhalten bleiben. Wenn man da kurz zupft, ist sofort die Pfeife im Mund. Und Wiesbaden mit dem nächsten Fehlpass. Den Darmstädtern kann es nur recht sein. Schöner Seitenwechsel.
nochmal kurz gespielt. Und jetzt ist natürlich die rechte Seite komplett frei, wie die Wiesbadener sich wieder nach hinten orientiert haben. Mal schauen, was Kempe daraus macht. Erstmal die sichere Variante, den Ball nach hinten zu spielen. Vielleicht jetzt mal schnell über die Zentrale. Ja, nee. Bader traut sich nicht ganz. Nochmal kurz gespielt. Ja. Komm, mach was draus. Kempe, oh, schön durchgesetzt hier. Kurz gespielt. Drückt den Ball zurück. Torsiello kurz. Schussmöglichkeit. Oh, erstmal gehalten. Oh, stark. Willemsson aus der Drehung. Kommt da mit dem Fuß hin, aber auch gut gemacht hier von Liska, der dann nach unten mit den Händen kommt und diesen Ball dann entschärfen kann. Gute Möglichkeit hier in der 62. Spielminute auf 2:1 zu erhöhen für die Darmstädter. Aber vielleicht jetzt schnell gespielt. Ja, da ist er dann doch ein bisschen zu sportlich unterwegs, Willemsson. Und es gab aber im Vorfeld noch ein Foulspiel an Braden Manu und das wurde geahndet, deswegen hier ein Freistoß aus knapp 30 Metern zentral vom Tor von Liska. So, Freistoß, Schnellheit steht da und Kempe, links oben gehalten, aber auch von Liska, der den Braten so ein bisschen riecht und in der richtigen Ecke stand. Hat es sich zu weit nach rechts orientiert in seinem Tor. Boah. Ja, aber kann man mal einen Kempe auspacken hier. Wir in Darmstadt ja schon freudigerweise das ein oder andere Mal miterleben durften, was Tom Kempe hier für Tore machen kann. Auch diesmal stark gemacht von den Darmstädtern. Und jetzt geht's schnell. Aber auch wieder gut aufgepasst von den Wiesbadenern, die ja auch sehr kompakt stehen und das Ganze gut verteidigen. Wieder Yassin Ben Balla. Mit dem linken Fuß streicht er über den Ball und streichelt ihn quasi zu Marcel Schuhen, der ziemlich weit vor seinem 16er steht und jetzt einen weiten Ball spielt, der aber bei einem Wiesbadener ankommt. Foulspiel jetzt hier von Darmstadt. Könnte schnell ausgeführt werden, wird aber dann zugestellt. Und so jetzt erstmal, weiß es gar nicht, eigentlich war das schon gespielt, aber naja, bei einem Freundschaftsspiel kann man ja auch nochmal den zweiten Ball mal legen. Schiedsrichter war aber zu weit vorne und schön aufgepasst hier. Also das ist wieder dieser Braden Manu, der es einfach riecht und da hätte er fast den Braten komplett gerochen und wäre an den Ball gekommen. Also das war natürlich auch sehr geschickt gemacht und holt hier auch, reicht doch nicht, was selber nochmal einen Ball. Ich würde schon sagen, holt den Eckball raus, aber ist dann doch ein Abschlag geworden. Nee, aber das macht natürlich Braden Manu gut. Er rechnet mit dem Rückpass, der kommt dann und er läuft dann in die Gasse. Und so macht das natürlich dann doch gefährlich für die Verteidiger. Einfach mal spekulieren und ist natürlich ein schneller, wendiger Spieler. Möchte man als Verteidiger nicht unbedingt als Gegenspieler haben, diese Art von Spieler. Denn schwer zu verteidigen. Und natürlich auch torgefährlich, was er dieses Jahr schon das ein oder andere Mal bewiesen hat. Bei der Ball, Torwart von Wiesbaden wird es hier reicht weg. Ball landet bei Darmstadt. Über Ben Balla. Linke Seite. Jetzt könnte es schnell gehen. Nochmal zentral. Aber Willemsson springt der Ball dann doch ein bisschen zu weit weg und wurde hier kurz bedient von Torsiello. Kempe, Hollerbach, bleibt am Ball.
gute Zweikampfführung von Hollerbach, der sich hier gegen zwei lossetzt. Aber auch gut von Schnell hat er seinen ganzen Körper einsetzt, um dann Hollerbach letzten Endes den Ball zu zählen. Aber auch dieser, ja, muss man so zugeben, dieser Benedikt Hollerbach ist auch im Angriffsspiel der Wiesbadener ein absoluter Unruhepol. Und jetzt ist für die erste Elf der Wiesbadener nach 67 Minuten Schluss, denn wir sehen hier fünf Auswechselspieler an der Zahl. Fechner, dann haben wir Dennis Kempe, das ist der ältere Bruder von Tobi Kempe. Also jetzt Großwechsel bei den Wiesbadener. Lukas Brummel darf auch nochmal mitspielen. Aber das Brüderduell, das ist natürlich schon irgendwie immer etwas ganz Besonderes. Gab es ja auch schon in der zweiten Liga. Damals Dennis für Erzgebirge Aue unterwegs, noch in der zweiten Liga damals. Aber jetzt mal wieder das geschwisterliche Duell. Dennis gegen Tobias. Versuch der Seitenwechsel, klappt nicht. Torsiello gibt den Ball mal schnell wieder raus zum Einwurf. 60. Spielminute. Lukas Brummel, der natürlich fit gerade eingewechselt, hat noch Energie. Beim Torhüter der Wiesbadener. Auch nicht mehr im Spiel ist übrigens Marcel Schuhn, Alexander Brunst jetzt in der zweiten Hälfte im Tor. Flanke. Das war nichts. Jakobsen kommt aber auch nicht an den Ball und deswegen wieder Einwurf. Also bei Darmstadt kompletter Wechsel quasi in der zweiten Halbzeit. Und auch Wiesbaden hat jetzt ganz gut durchgewechselt. Sind wir mal gespannt, was hier noch passiert. Nochmal zur Erinnerung, die letzte Niederlage der Darmstädter ist aus dem Juli, wenn man Freundschaftsspiele, Pokalspiele, alles mitzählt. Zuletzt konnte man ja sogar gegen einen Champions League Dauergast, nämlich gegen unsere Freunde aus Bern, mit 2:0 am heimischen Böllenfalltor überzeugen. Und sind wir mal gespannt, also man will ja jedes Spiel gewinnen und schauen wir mal, ob hier noch ein Türchen für unsere Darmstädter möglich ist und ob das dann auch fallen könnte, sollte Brunst mit einem Fehlpass hier auf Essay und abseits von Chotian. Ben Balla geht weg. Schnell hat Benetz und Fehlpass hier von Benetz. Gut aufgepasst vom Torschützen von Jakobsen. Über linke Seite Flanke.
Aber wieder wenn Ballergold richtig Nachschuss, legt ihn sich an der Seite. Zweite Möglichkeit hier und wieder geblockt von Darmstadt. Einmal durchatmen, dreimal geblockt, aber auch Wiesbaden richtig gut gemacht, aber noch besser verteidigt. Also richtig gut, richtig gut. Brayden Manu, der kann den Ball halten, legt ihn raus. Hat nicht ganz gepasst. Und da helfen sie sich gegenseitig. So muss, so muss, so muss. Guter Körpereinsatz hier von Brayden Manu. Für die Abkürzung. Wir sehen nochmal die Wiederholung. Oh, schön geblockt. Und wurde Foulspiel an Manu gewertet. Wieder zu viel am Trikot gezogen. Brunst steht ziemlich weit rechts neben seinem 16er und den muss er weit bringen, wenn er jetzt nochmal so einen Fehlpass macht, wie gerade eben, das wäre nicht schön. Richtig weiter Ball. Landet dann bei der Wiesbadener Innenverteidigung bei Gulayen. Und Bruns, die sichere Variante, erstmal weit weg mit dem Ball. Zimmermann hat noch angezeigt, spielen links raus zu mir. Und abseits von Darmstadt. Kameraperspektive hat jetzt nicht eingefangen, welcher Spieler es war. Hier können wir nur raten, spekulieren, aber das lassen wir einfach, ist ja auch wurscht. Guter Einsatz hier von Bennett. Und Foulspiel. Ja, das ist, wenn man gerade einen Zuschauer gehört, hat er gesagt, was war denn da? Also wahrscheinlich war der aus Wiesbaden. Also, ganz kurz erklärt, wenn du den Gegenspieler mit beiden Armen an den Boden drückst, dann ist das im Fußballregelwerk des DFB verboten. Das ist ein Fußballregelwerk der FIFA. Also diesbezüglich, oder auch UEFA. Spanien ist ja in diesem Zuständigkeitsbereich. Auf gut Deutsch gesagt, ist überall faul. Außer in Wiesbaden vielleicht. Okay, jetzt mal Wiesbaden über die rechte Seite. Aber auch da gibt es wenig Möglichkeiten. Also auch die zweite Garde, wenn man das denn überhaupt so nennen kann und darf, macht hier einen ganz guten Job und stellt die Räume eng und läuft hier alles zu. Also da sieht man auf jeden Fall, dass das, was hier veranschlagt wurde, dementsprechend auch umgesetzt wird. Wenig Spielraum der anderen Mannschaft zu geben. Schade. Abseits hier von Torsiello. Geht aber gar nicht am Ball, dann können wir weiterspielen. Nächster Einwurf für Wiesbaden. Da müssen sie komplett abbrechen, weil einfach die Räume fehlen. Also alles gut zugestellt von den Darmstädtern. Wir sehen jetzt da am Bildrand, dass sich die nächsten Einwechselspieler auf Seiten der in Gelb gekleideten Mannschaft bereit machen. Leider war jetzt mal für die Wiesbadener, aber Zimmermann passt hier auf und lässt sich hier nicht abkochen von Duell
Nayar, der hier in seinem Rücken herangesprintet ist. Wieder gut aufgepasst. War jetzt mal vom Seitenwechsel. Genau, sehr gut gesehen. Bader ist da komplett frei. Schön die Linie entlang. Raid Manu. Manu hat einen vor sich, hat zwei vor sich und entscheidet sich auf Bader zu spielen, der durch das 16er Eck zieht. Sich nochmal um die eigene Achse dreht. Jetzt mit einer Flanke, die dann aber sicher geklärt wird zum Eckball von Ahmed Gürleyen. Und da haben wir jetzt mit Björki Jakobsen den ersten Krampf am Boden. Nach 77 Spielminuten. Boah. Gut, trainingsintensive Woche. Kann mal passieren, aber normalerweise sollte natürlich ein Profi in der zweiten und dritten Liga 90 Minuten ohne Krampf durchstehen können. Bei der Wahl geklärt erstmal. Oh, schön gesehen. Schnellhardt. Kempe. Oh, da rutscht er weg. Schnellhardt. Flanke war nicht schlecht. Ben Balla. Raid Manu. Schade. Ja, geht. Wir sehen nochmal die Wiederholung. Er hat ein bisschen höher schießen können. Und die nächsten drei Spieler bei den Wiesbadener. Eildale, Faruk und Carstens machen es hier bereit. Und jetzt darf auch der Torschütze zum 1:0. Da wird es den wohlverdienten Feierabend gehen. Auch zuletzt ja kurz die Krämpfe gehabt. Der Björke Jakobsen wird hier abgeklatscht von seinen Teammitgliedern. Kann man alles sagen, weil Einwurf jetzt für die Wiesbadener ausgeführt von Lukas Brumme. Also jetzt sind eigentlich bis auf den Torhüter in Wiesbaden und den Ahmed Gülleyen, wenn der noch im Spiel ist, eigentlich alle Mannschaftsmitglieder ausgewechselt worden. Also wir sehen jetzt hier zwei komplett neue Mannschaften auf dem Feld. Wir sehen auch nochmal im linken unteren Bildrand hier in der 79. Minute, wie Philipp Sonder Richtung Bank gelaufen ist. Vielleicht darf er jetzt auch noch ein paar Minuten mitspielen. Nur den Springer ein bisschen weit weg, aber macht den eigenen Fehler nicht wieder gut, sondern hier Yassin Ben Balla macht den Fehler wieder gut. Und Keenan Kennetz, der den Ball verliert, macht aber gar nichts. Williamson, volles Risiko, geht er hier auf den Ball und auf den Torhüter. Und der ist dazu gezwungen, den Ball so weit wegzuschießen, dass es einen Einwurf gibt für Darmstadt. Also nutzt hier die sichere Variante. Druck aufbauen auf den Gegner, um hier in der richtigen Situation dann funktionieren zu können, um die Fehlpässe dann zu forcieren, beziehungsweise, ja, schön gemacht hier. Also ist ja einer meiner Lieblingsspieler, der Braden Manu, wie der quirlig und einsatzbereit immer kämpft im Dienste der Mannschaft, das ist schon immer ein Zungenschnalzen wert, wenn man da zuschauen darf. Der Ball jetzt mal Befreiungsschlag. Den Baller direkt weiterverarbeitet. Ball landet letzten Endes bei Zimmermann. Wieder Braden Manu. Kurz gespielt. Ah, schade. Da verspringt dann Fabio Torciello. Ne, Quatsch, Matthias Bader. Der Ball. Kurz geworfen, kurz zurückbekommen. Schön. Zu viel Körpereinsatz hier von Braden Manu. Das kennen wir auch von ihm. Kleiner, bulliger Körper, da ist viel Kraft dahinter. Und wenn die Kraft dann in den Gegenspieler geht, dann sagen die meisten Schiedsrichter, das war ein Foul. In diesem Fall ist das geschehen. Und deswegen Freistoß in der 81. Spielminute für den SV Wien Wiesbaden.
Das macht der Torhüter. Der geht hier extra aus seinem Tor raus. Das ist ja ein Wiesbadener Eigengewächs. Fußballspiel in Mainz begonnen und dann früh nach Wiesbaden gewechselt und dort dann in der A-Jugend-Bundesliga erste Erfahrungen im semi-professionellen Bereich, wenn man das so sagen kann, gesammelt. Dann jetzt auch in der ersten Mannschaft dabei zu sein. Für alle, die zu spät eingeschaltet haben, Florian Stietzel, die nominelle Nummer 1, ja auch in Darmstadt sehr bekannt und beliebt. Heute nicht dabei, weil er eine schwere Verletzung hat. Und diesbezüglich gute Besserung auf jeden Fall mal, Flo, und dass du bald wieder fit bist und für deine Mannschaft spielen kannst. Deswegen aber jetzt das Eigengewächs hier in der Feuertaufe der dritten Liga. Eckball, Mockenhaupt, der noch seit Anfang an dabei. Ich habe gerade gesagt, das ist kompletten Wechsel, aber bis auf ihn, der hat anscheinend noch Kraft, Energie und Bock. Eckball erstmal geklärt. Sehr gut. Schnell machen das Spielgerät, noch 8 Minuten. Weiter Ball hier, wieder gesucht haben wir Brain Manu, der kommt auch am Ball und schießt direkt. Ja, das war gefährlicher, als man gedacht hätte, dass er direkt schießt. Das wundert mich jetzt. Normalerweise macht er auch immer noch gerne einen Haken, aber kam auch sehr gefährlich aufs Tor und Torhüter konnte ihn erstmal nicht komplett kontrollieren und dann wäre er fast noch ausgegangen und wir hätten einen Eckball bekommen. So aber ist der Abschlag schon passiert und Wiesbaden wieder mit einem ruhigen Spielaufbau über links. Jetzt irgendjemand mal an den Ball und den kontrollieren, das ist gerade so ein bisschen hin und her gestochert mit dem Ball und vielleicht jetzt mal ein Bürger Spielaufbau, Ben Balla, Brunst. Bei der Ball von Brunst. Erstmal geklärt von den Wiesbadenern. Und Bader in die Zentrale. Also Ballkontrolle ist bei keiner Mannschaft gerade so ein bisschen zu kennen. Vielleicht jetzt mal eine schnelle Möglichkeit über Kempe. Kempe am 16er, im 16er. Schießt, wird erstmal geblockt. Und geklärt. Bader ins Niemandsland. Also für wen der Pass war, keine Ahnung, vielleicht war das so ein Marcel Heller Gedächtnispass, weil Marcel Heller, der war ja schneller als Lichtgeschwindigkeit, der hätte ihn vielleicht noch bekommen, aber so schade. Ja, hier noch 5 Minuten zu gehen in Spanien. Einwurf für wen? Das war eigentlich ganz gut gemacht hier. Aber Darmstadt jetzt im Ballbesitz kurz abgelegt. Schade. Ja, gut gemacht von Amit Farouk, den wollte ich nochmal loben. Aber in der Zwischenzeit geht das Spiel weiter, also schon mal lieber wieder aufs Spiel. Und wieder Ben Balla. Sorry. Ja doch, war Ben Balla. Wo steht denn heute überall? Also richtig gutes Spiel von ihm. Top-Stellungsspiel und auch die Ballverarbeitung bis jetzt absolut fehlerfrei. 100% Quote, was Zweikampfbeherrschung und was Passquote betrifft. Also richtig, richtig gutes Spiel von ihm. Ben Balla, nochmal zum Dienst. Und Zahl. Und wieder kriegt Ben Balla den Ball. Und jetzt verliert er den Ball. Ben Balla, Schussmöglichkeit und Brunst in höchster Not. In höchster Not. Ich lobe ihn gerade über den Klee. Und schon der erste
verlorene Zweikampf führt zur besten Chance der Wiesbadener in der zweiten Halbzeit, aber John Iredale war dann doch so überrascht, dass er hier an den Ball kommt, dass er dann doch ein bisschen zu unbehastet quasi vorangegangen ist. Und Alexander Brunst macht es natürlich genau richtig in diesem Moment und schmeißt seinen Körper in die mögliche Schussbahn und kann so den Ball zum Eckball abwehren und so kurz vor Schluss hier ja, das 1:1 gehalten. So, Eckball, Kopfball, Brunst. Jetzt komm schnell. Oh, was ein Traumpass hier auf Torsiello. Torsiello, ein Vorsicht, zwei Vorsicht, Flanke kommt in den Rückraum. Wer kommt da? Bennett tanzt und verliert diesen. Bleibt aber weiterhin noch in Ballhoheit. Und jetzt wieder ruhiger Spielaufbau. 87. Spielminute. Die noch 3 Minuten offizielle Zeit zu gehen. Kempe, eine findet, zwei finden, drei finden, um dann zu Zimmermann zu spielen. Über Bader landet der Ball dann kurz bei Braden Manu. Zimmermann erteilt den Ball weiter. Jetzt über die linke Seite. Bennett, ein Vorsicht, den tanzt da nicht ganz aus. Und Wiesbaden jetzt vielleicht wieder mit einem ruhigen Spielaufbau. 3 Minuten 20 hier noch zu gehen. Einwurf für Darmstadt. Also so viel können wir schon mal zum Spiel sagen. Das 1:1 ist, wenn man es gesamt betrachtet sieht, durchaus verdient. Wien Wiesbaden, da die ja schon nächste Woche im Topspiel gegen den Tabellenersten starten, sind die in einem ganz anderen Trainingsrhythmus als unsere Darmstädter, die ja gerade erst ins Trainingslager gegangen sind. Und wie man so der Präsident nehmen durfte, aufgrund der guten Hinrunde gab es auch den einen oder anderen Tag mehr Urlaub für unsere Herbstmeister, was ja auch absolut gerechtfertigt ist. Diesbezüglich kann man auch nicht davon ausgehen, dass man schon bei 100% ist. Und so haben wir ein stabiles Spiel gesehen mit einer doch ganz guten mannschaftlichen Geschlossenheit. Also Räume wurden gut eng gestellt. Also für Taktikliebhaber ist es bestimmt ein schöneres Spiel als für Leute, die lieber Tore sehen, heute gewesen. Und jetzt gibt es nochmal die ein oder andere Nicklichkeit. 1 Minute hier vor Schluss. Und Freistoß hier für Wien Wiesbaden. Es wurden 2 gelegt, aber ich glaube, es war das entscheidende Foulspiel. Und dann an Sebastian Brücker, Team MLU-BCA, was dann den Freistoß gebracht hat. Die letzten 30 Sekunden laufen. Wiesbaden im Ballbesitz. Mal über linke Seite. Müsste jetzt eigentlich dann so mit die letzte Chance sein. Es gibt eigentlich kaum Grund, nachspielen zu lassen und auch bei einem Freundschaftsspiel. Muss man ja nicht unbedingt alles übertreiben. Letzte Chance, Schussmöglichkeit und gut aufgepasst von Brunst. Mann. Muss ja nicht sein, dass man noch kurz vor Schluss dann doch in die Lage einfängt. 90. Spielminute jetzt. Ja, da hat er den Arm richtig dran, sieht zwar den Kopf weg, aber ja, gut gemacht, hier den Körper breit gemacht. Doch nochmal eine Chance für Darmstadt hier in der Nachspielzeit. 1. Minute der Nachspielzeit. Zentral hier Kempe gesucht, der, schön gemacht. Bleibt auch im Ballbesitz, gegen 1, gegen 2. Spielt nochmal kurz auf Bader. Bader nochmal die Linie entlang zu Kempe. Kempe jetzt mit der letzten Flanke des Spiels. Letzter Eckball des Spiels, den wird der Schiedsrichter noch geben, denke ich. Und dann geht es hier, ja, sozusagen mit dem Schlusspfiff wieder in die Kabine, in die wohlverdiente Dusche. Die wird nicht ganz so warm sein in Spanien, wie man sie in Deutschland zurzeit genießen würde. Kempe hier mit der Ecke. Der kann das ja. Vielleicht haben wir jetzt nochmal einen Lucky Punch in der letzten Sekunde.
des Spiels. Markus Kocinski springt nochmal hoch und motiviert seine Jungs. Oh, der kommt gut. Bennett in die Zentrale. Schussversuch, Fallbezieher. Stark. Und damit ist das Spiel zu Ende. Fallbezieher geht nicht rein. Fulltime, das Spiel endet heute hier zwischen 1:98 und dem SV Wien Wiesbaden mit 1:1. Und wieder, und das kann man sagen, und da kann man als Darmstädter auch durchaus mit erhobenem Kopf durch die Gegend laufen, wieder keine Niederlage. Also verlieren, das können wir anscheinend nicht mehr. Und das fühlt sich auch sehr gut an. Das nächste Spiel, das gegen den aktuellen rumänischen Meister stattfindet, habt ihr dann in knapp ein paar Tagen, ich müsste nochmal nachschauen, auf dem Spielplan, wann es genau ist, sage ich euch in einer Sekunde. Das nächste Spiel gegen den CFR Cluj findet statt am Freitag. Die Uhrzeit wird, denke ich, noch genau bekannt gegeben. Und das letzte Testspiel vor die zweite Bundesliga losgeht, was schon terminiert ist, kann ja immer noch mal was passieren. Das findet dann gegen Zweitligisten aus der Schweiz, gegen FC Wiel statt, und zwar am 21. Januar um 13 Uhr. Also diese beiden Testspiele auch wieder in gewohnter Weise entweder über den YouTube-Kanal des SV Darmstadt 98 oder aber, wenn es keinen YouTube-Kanal geben sollte, über das Fanradio des SV Darmstadt 98 und dann auch wieder mit einem unserer Moderatoren. Heute durfte ich das Spiel für euch moderieren. Mein Name ist Florian Schneider, Moderator des SV 98 Fanradio. Am Freitag bin ich mir gerade gar nicht sicher, wer eingeteilt ist, aber ich weiß, es macht wieder einer von unseren Kollegen beim Fanradio, und wie gesagt, gegen den FC Wiel sind wir entweder on air, wie gewohnt, mit ein, zwei Leuten mit von der Partie, oder aber es gibt wieder einen YouTube-Stream. Das seht ihr dann bei Zeiten und wird natürlich auch frühzeitig vom Verein kommuniziert. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen und wünsche euch eine gute Zeit. Bis ganz bald. Was ist denn das? 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 Was ist denn das?